letzter Zeit kommen immer mehr Tschetschenen nach Deutschland. Und was das eigentlich jetzt für die Tschetschenen bedeutet, auch generell, es kommen ja nicht nur Tschetschenen nach Deutschland, sondern generell nach Europa oder andere Orte der Welt. Und was das halt jetzt für die tschetschenische Kultur und für die Tschetschenen bedeutet, erfahrt ihr jetzt gleich. So, also es ist ja kein großes Geheimnis, dass jetzt in letzter Zeit mal mehr Tschetschenen nach Europa gekommen sind oder in den USA oder sonst wohin, sei es Dubai oder ja, etc. Und Tschetschenen haben sich dann im Laufe der Jahre immer mehr und mehr den Menschen angepasst, quasi integriert, könnte man sagen, mehr oder weniger, sich dem westlichen Lifestyle so ein bisschen angepasst, könnte man sagen. Das sieht man dann dadurch, dass sie auch anfangen, Drogen zu konsumieren, auf Partys gehen oder sich generell daneben benehmen. So wie die sich halt in der Heimat nicht benehmen könnten, dürften, sollten oder auch generell nicht sollten. Und in Deutschland hat man so, oder generell in den westlichen Ländern hat man mehr so diese Freiheiten, weil die das ja nicht so mit dem Islam nicht so streng nehmen, beziehungsweise die islamischen Gesetze gelten ja nicht für die Länder dort und werden auch nicht so streng durchgezogen wie in anderen Orten oder wie in Tschetschenien zum Beispiel. Und was man halt so in letzter Zeit beobachtet, ist halt, dass viele Tschetschenen halt Mist bauen, ne? Sei es jetzt irgendwelche No-Names oder vielleicht auch bekanntere Leute, vor allem bei bekannteren Leuten ist das schon sehr rufschädigend. Es geht mir auch nicht allzu sehr um ja, den tschetschenischen Ruf an sich, was aber auch jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr stark gelitten hat, wie wir gesehen haben in den letzten Jahren, sondern es geht mehr darum, dass tschetschenische Kultur dadurch verloren geht. Also tschetschenische Kultur geht vor allem in dem Sinne verloren, dadurch, wenn man eine andere Kultur annimmt oder die tschetschenische Kultur mit einer anderen Kultur mischt und die tschetschenische Kultur da ein bisschen zu kurz kommt, das heißt, Tschetschenien lebt in Deutschland und der größte seines Lifestyles passt sich eher so zum Beispiel den deutschen der deutschen Kultur an. Das heißt, er kennt nicht wie sagt man jetzt am besten, die Sitten eines Tschetscheniens, sagt man Sitten? Ja, also diese kulturellen Verhaltensweisen kennt er dann nicht mehr. Wenn jetzt Ältere reinkommen, dass man aufsteht, dass man Besuch nach draußen begleitet, dass man, ja, es gibt da ganz, ganz viele Sachen halt, die einfach vielleicht dann nicht mehr beachtet werden. Und wenn dann mal die angesprochen werden, dann fällt es dem Tschetschenen viel zu schwer, das dann zu machen. Was ich dann irgendwie ja ein bisschen blöd finde. Wenn man halt die tschetschenische Kultur auslebt, dann kann man sich ja auch nicht wirklich einen Tschetschen, sich als Tschetschene bezeichnen. Nicht nur aus diesem Aspekt, da können ja mehrere Aspekte dazu. Also es sind halt mehrere Aspekte, gehören dazu zusammen, ob man jetzt als Tschetschen angesehen wird oder nicht. Da gehört auch noch die tschetschenische Sprache, Kultur, Verhaltensweisen, wie hast du noch so ein Ehrenkodex und vieles mehr. Und das finde ich halt ein bisschen schade, dass da die Tschetschenen jetzt hier in Europa da jetzt das nicht so ernst nehmen oder sich jetzt da sehr könnte man es am besten bezeichnen, sich diesem westlichen Lifestyle zu sehr angepasst haben. Ich meine, ein bisschen kann man ja machen. Also das ist jetzt nicht so verwerflich, wenn man irgendwie gar nichts davon machen würde, also sich da gar nicht anpassen würde. Ein bisschen kann man sich ja natürlich schon anpassen, aber man sollte auf jeden Fall nicht übertreiben und seine eigene Kultur dabei nicht vergessen. Und natürlich die Kultur halt immer nur so weit ausleben, wie es halt in diesem jeweiligen Land funktioniert oder erlaubt ist, wenn irgendwie was kulturell halt illegal wäre, beispielsweise. Mir fällt jetzt eigentlich auch nichts ein, was illegal wäre. Von der tschetschenischen Kultur, was davon hier in Deutschland illegal wäre. Kein Plan. Da wüsste ich jetzt nichts. Also würde mir jetzt spontan nichts einfallen. Sage ich mal so. Und das Problem auch ist, dass dann die Ehre dadurch auch ein bisschen zu kurz kommt. Also, es das heißt, ob man jetzt die Mädchen da so ein bisschen so als lockeres Mädchen sieht oder ob man sich dann irgendwie keinen Respekt hat vor diesen Leuten, weil es gibt manche Nationalitäten, da hat man wirklich keinen Respekt vor und
Bei Stehen ist das halt schon so eine sehr, sehr wichtige Sache, dass man da respektiert wird. Und also Ehre und Respekt spielen eine sehr große Rolle. Es kann natürlich der eine oder andere sagen, ja, aber warte mal, da war doch letztens ein Stehen, der hat sich ja gar nicht vorbildlich verhalten oder so, ne? Diese Kinder gar nicht, sowas wie Ehre und Respekt. Ehrenmänner in Anführungsstrichen wird da ja groß geschrieben. Kann natürlich sein, ich sage ja nicht, dass alle Tschetschenen super duper sind. Und das sollten wir auch mal ein bisschen ansprechen langsam. Dass nicht alle Tschetschenen, ja, keine Ahnung, Musterschüler sind, sagt man das so vielleicht, oder Vorbilder sind oder super duper Menschen sind. Auf gar keinen Fall. Es gibt von jeder Nationalität schlechte Menschen, gute Menschen. Das muss immer wieder erwähnt werden. Und Moment. Und das wird halt auch gar nicht angesprochen, dass man mehr Tschetschenen sich jetzt. Ja, ein bisschen sich daneben benehmen. Es wird auch immer versucht, nicht in die große Öffentlichkeit zu ziehen, wenn ja, irgendwas Negatives vorgekommen ist. Man versucht das irgendwie so zu klären. Dass, ich meine, unter Tschetschenen, das geht natürlich, macht eine komplette Runde, jeder Tschetschener weiß dann Bescheid. Aber dass man das dann außerhalb diesen außerhalb diesen tschetschenischen Kreises dann hinausgeht, versucht man eher zu vermeiden. Einfach aufgrund dieses ja, Images halt, ne, damit das nicht geschädigt wird. Und wir sollten das halt ein bisschen ansprechen, von mir aus auch öffentlich oder nicht öffentlich, das ist eigentlich völlig egal, man sollte einfach mal ein bisschen mehr darüber reden. Machen wahrscheinlich auch die Eltern immer, aber die Jugendlichen werden halt immer so zu sehr davon, wie sagt man es am besten, vergiftet von der Lebensweise, wie die hier ausgelebt wird. Natürlich kommt es immer darauf an, wer ist in deinem Umfeld, wer ist nicht in deinem Umfeld. Hast du Leute, die nur Alkohol trinken um dich herum, dann ja, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du auch Alkohol trinkst. Muss natürlich nicht, aber Wahrscheinlichkeit steigt auf jeden Fall. Hast du Leute um dich herum, die immer jeden Tag in die Shisha-Bar gehen, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du dann auch mit in die Shisha-Bar gehst. Hast du nur Leute um dich herum, die rauchen? Ja, auch so. Eher. Also musst nicht unbedingt rauchen, aber ihr versteht, was ich meine. Und solche Dinge sind so meines Wissens nach in Stehen. Ich bin jetzt natürlich kein Experte. Ich war nur dreimal in Stehen, also da kann ich jetzt auch nicht wirklich genau so viel dazu sagen. Aber in Stehen kannst du, ich glaube, da gibt es noch nicht mal Shisha-Bars. Aber schlag mich durch, ich weiß es nicht hundertprozentig, kein Plan, Mann. Da kannst du halt solche Sachen nicht so einfach machen. Oder da gibt es nicht so viele Leute, die ja so aus der Reihe tanzen, sag ich mal. Weil da wird auch sehr streng kontrolliert. Und hier in Deutschland ist das ja immer so ein bisschen so, ja, ganz entspannt, locker, flockig, so. Jeder kann machen, so was er will. Natürlich mit Grenzen. Es gibt ja natürlich auch Grenzen hier, aber die sind ja viel weiter, wie sagt man es am besten, die sind ja nicht so eingeengt in diesen Möglichkeiten. Also die können halt viel mehr machen als in Tschetschenien halt, ne? Und das Problem ist auch wenn man diese Leute mal wieder anspricht, die werden halt sich dann denken, ja, was labert der? Scheiß drauf, ich mach trotzdem, was ich will, so mäßig. Und das ist auch diese Denkweise, die man dann halt hier in Europa hat oder vielleicht in Nordamerika hat, weil man so seinen eigenen Willen vielleicht einfach nur durchsetzen möchte und man keinen Bock hat, auf jemanden zu hören, den man eh nicht kennt. Und wir hatten mal so eine Diskussionsrunde gehabt bei einem Kollegen damals in den Arabischen Emiraten. Dann haben wir mit dem darüber geredet, ob es für die muslimische Welt besser ist, dass die Muslime nach Europa gekommen sind, also hat oder ob es schlechter für die muslimische Welt ge geworden ist. Das Ding ist dann, einer hat gesagt, ja, die Muslime haben doch den Islam nach Europa gebracht, also es haben Deutsche konvertiert, es haben Franzosen konvertiert, es haben Norweger konvertiert, es alles mögliche hat. Die sind zum Islam konvertiert. Also das ist auch gut. Ist auch gut, ja. Aber wie viele von diesen Muslimen, die nach Europa gekommen sind und die auch hier aufgewachsen sind, haben sich dann diesem europäischen Lifestyle angepasst? Sie haben zwar immer noch diese muslimischen Züge und so oder Dinge, die sie machen, vielleicht jeden Freitag in die Moschee gehen, vielleicht auch fünfmal am Tag beten, aber dann vielleicht trotzdem am Freitagabend in den Club gehen oder Shisha rauchen gehen oder vielleicht, keine Ahnung, saufen gehen. Sich mit Mädchen treffen, eine Freundin haben und solche Sachen halt, ne? Und das sind halt so Dinge, man passt sich da sehr schnell an. Was heißt sehr schnell? Es gibt manche, die passen sich schon sehr schnell an, manche vielleicht ein bisschen langsamer. Manche wachsen vielleicht komplett hier auf, weil die Eltern schon hergekommen sind.
Und wenn das halt so weitergeht mit den Tschetschenen, dann wird das halt auch so enden wie mit den Arabern und den Türken. Und ich meine, ich habe ja nichts gegen die. Ich habe auch gute Kollegen von dort. Es gibt auch gute Leute von denen. Aber es gibt auch viele, also man sieht das halt häufig, wie sich die Türken oder die Araber schon halt sehr stark den Europäern, also den Deutschen oder sonstigen, halt angepasst haben, dass die da auch den Lifestyle leben, den die haben. Sei es als eine Freundin haben, vielleicht Club gehen oder sonstiges, ne? Und vielleicht auch von den kulturellen Aspekten, die haben auch nichts mehr vielleicht mit der türkischen Kultur oder mit der arabischen Kultur was zu tun, also scheißen da auch komplett drauf oder haben teilweise sogar eine deutsche Frau. Was ist das auch, das ist so deren Sache, also auch wenn die jetzt eine deutsche Frau haben oder einen deutschen Mann, komplett deren eigene Sache, da mische ich mich auch nicht ein, aber da sieht man halt dann auch, wie man dann dazu auch eigene Kultur steht, ne? Wollte ich mir auch hier an dieser Stelle mal so erwähnen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Werden die Tschetschenen auch wahrscheinlich jetzt in den nächsten paar Jahren dann auch, wie die Türken und Araber dann, ich will jetzt nicht sagen, vielleicht enden, aber es gibt auch viele Türken, die noch, ja, treu zu ihrer Kultur sind, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt sehr, sehr viele, die sich schon sehr krass angepasst haben und sich da integriert haben. Die Deutschen werden natürlich sagen, nein, was stimmt doch gar nicht und so, pff, gar nicht. Aber, also nicht alle Deutsche, aber es gibt immer so diese sag mal, diese eine Personengruppe von den Deutschen, die dann das immer gerne erwähnt und hervorheben möchte, dass das gar nicht stimmt, aufgrund von irgendwelchen Vorfällen, was weiß ich was, ja. Und ja, schreibt mir halt in die Kommentare, ob ihr denkt, ob in den nächsten 5 bis 10 Jahren auch die Tschetschenen wie Deutsche sind. Mich würde es einfach mal interessieren, was ihr darüber denkt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.